scheiß drauf. Januar ist nur einmal im Jahr. Die Lidl-Spezialversion. So, erstmal schön präparieren hier, denn das allererste Mal, dass in Spanien getragen wird. Erster Lidl-Einkauf in Palma de Mallorca. Wir sind hier im Gewerbegebiet. Ja, gibt es IKEA, Baumärkte, ganz, ganz viel. Aber auch den schönsten und größten Lidl der Insel. Und das heißt, ja, für mich Weltpremiere, denn als Mr. Lidl kennt mich ja niemand hier. Das ist also, bin ich dann Senior Lidl. Was jetzt hilft, ist Lidl, ne extra Portion. Alles und Nüsschen Kong Strong, das gibt Kondition. Oh, scheiß drauf, Januar ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und Milbonat. Originalkäse aus dem deutschen Werbespot. Gönnt euch Lidl. Und dann hier, Information Nutritional Valores Nutritionales Medios. Also, gleicher Artikel, andere Sprache, aber es ist das gleiche drin. Als Senior Lidl geht das also auch in Spanien. Das neue Jahr, jetzt wird gehampelt und gegen Speck und Kilos angestrampelt. Original. Nur der Aufbau ist anders, aber Bock, drum Lidl schmeichelt jetzt eine Runde. Mr. Jock. Natürlich gibt es ja in Spanien kein deutsches Mineralwasser. Das ist ja auch Lidl ganz wichtig, denke ich mal, für die Umweltbilanz und was das alles dazugehört. Also kaufen wir lokales spanisches Wasser. Heißt dann halt nicht Saskia, aber liebes Mineralwasser bei Lidl. Heute an diesem denkwürdigen Tag taufe ich dich auf den Namen Saskia. Und Saskia. Dann heißt das Wasser jetzt auch Saskia. Entschuldigen Sie, Frau Fachberaterin, ich suche ein Produkt von Freshona. Okay, wie heißt es? Freshona, das sind so Gurken, so eingelegte Gurken. Hm, schauen Sie mal da vorne im Gang rechts da. Also, ja? Dankeschön. Es bedankt sich Herr Lidl. Ja, klar, mein erster Einkauf mit Senior Lidl, das ist doch total geil. Also, da darf man sogar selber mal aufgeregt sein, wenn man deutsche oder internationale Produkte im spanischen Lidl auf der schönsten Insel oder Lieblingsinsel der Deutschen kauft. Also, gracias Mallorca y gracias Lidl. Und wir sehen uns wieder. Weil bueno, inteligente y al mejor precio, este Lidl. Aber ich gehe sogar noch im Baumarkt danach. Und da bin ich dann eigentlich noch aufgeregter, wie ich mir einen Lidl-Anzug angucke.